Ich wollte das Ding gar nicht zünden. Ach so, das hat gesagt außerhalb. Ja, okay. Ja, wir tragen ein wenig zu viel, dadurch, dass wir gerade eben ein wenig was aufgenommen haben. Deswegen, tschüss, Lasergewehr. Das klappt doch schon viel besser. Gut, dann gehen wir weiter Richtung Süden. Hoffen, dass wir noch ein paar Zentauren treffen, die wir zerlegen können, weil die waren jetzt irgendwie nicht so leichte Gegner und haben jeweils, ich meine, 50 EP gegeben. 50 EP sind schon gar nicht so schlecht. So, Hidden Valley. Wir haben es schon gefunden. Wir scheinen schon da zu sein. Ja, da hinten ist der Zaun. Wir waren eben schon mal an so einer Zaunseite. Dann scheint das Ärger. eben schon Hidden Valley gewesen zu sein. Ach komm, mach die einfach. Vielleicht sollte ich mal Veronica ein 9er Eisen vernünftiges besorgen. Vielleicht läuft das Ganze dann noch besser mit ihr. Ich meine, sie hat ja eh krasse Nahkampfgeschwindigkeit. Und ein 9er Eisen würde ihr sicherlich gut tun. So, das sieht doch gut aus. Peace. Ban the Bomb. Ja, Hidden Valley Bunker. Oh, wir treffen die Bruderschaft. So. Überlebende. Oder nein, eher nicht Überlebende. Auf jeden Fall Leute, die etwas länger überlebt haben. Sprechanlage. Die hören nichts. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Werd dann wohl selbst den Weg nach draußen finden. Ja, okay, mehr geht nicht. Schade. Aber immerhin haben sie das eingebaut. Das finde ich ganz cool. Hat eine dezente Spur Humor. Ist das euer Ernst? Ja, cool, das ist das Einzige, was ich nicht hinter dieser Tür erwartet hätte. Ein Haufen Müll und Schrott und unbegehbares Gebiet. Ja, dann scheint das wohl doch nichts mit Hidden Valley geworden zu sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, die schicken uns ja nicht umsonst hin. Das wäre mucho Schwachsinn. Den hat's pulverisiert. Oh, wo können wir denn noch hin? Einmal hier runter. Ich erkunde mal das ganze Gebiet, weil hier geht auch ziemlich Post ab. Was ist das? Das ist dann wohl erstmal nichts. Hier sind Gegner. Und hier ist eine Tür. Wunderbar. Dann gehen wir hier mal in den Bunker rein. Also hier scheint ein Bunkerkomplex zu sein, wobei wir haben auch schon mal sowas gehört in einem Dialog mit Mr. House, dass die NK öfters mal Bunker angreifen würde. Ah, Versorgung. Tagebuch lesen. Dieser Ort sieht aus, als ob er ein guter Unterschlupf wäre. Warm, trocken und Nacht sollte ein komisches Naturphänomen die Raubtiere fernhalten. Ich würde mich hier gern häuslich einrichten, aber es gibt noch ein paar interessante Orte in der Gegend, die ich mir ansehen möchte. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Ich glaube, der Herr ist noch nicht wiedergekommen. Ist wohl nicht so fix unterwegs wie der Vater in den Höhlen. Schwer verschlossen. Sprechanlage. Ja, dann werde ich wohl selbst den Weg nach draußen finden. Nee, Quatsch, hier war's ja. Ich weiß gar nicht, wieso ich in die andere Richtung getestet habe. Oh Mist, meine Haarklammer ist kaputt. Ich habe nicht mehr viele. So, und? Ja, genau das habe ich erwartet, um ehrlich zu sein. Ach, nee, es bringt uns aber nichts. Wollte schon sagen, Klettermeister Jeff kommt da halt auch hoch. Aber Klettermeister Jeff hat nicht damit gerechnet, dass man dahinter nicht weiter klettern kann. So, wieder hier raus. Vielleicht finden wir noch mehr Tagebucheinträge. Oder zumindest noch einen Bunker, in den wir rein können. Das wäre erstmal ganz cool, würde ich sagen. So eine stille Behauptung von mir, die ich wage, es auszusprechen. Pack die blöde Waffe weg, dann bist du ein bisschen schneller. So. Dann gehen wir mal auf bessere Übersichtmodus. Ich finde hier nichts. Das sieht gut aus, oder? Ne, in dem waren wir, glaube ich, schon.
Ne, hier waren wir noch nicht. Steve Woos hier. Ja, Steve war hier. Gibt Frieden eine Chance? Also, das scheint ein Hippie-Bunker zu sein, nachdem was hier alles so gekritzelt ist. Tür öffnen. Moment, ich mach das schon. Ich hätte gern einen großen Atomic Shake und einen doppelten Brahmin Burger. Und diesmal bitte mit weniger Agavensoße. Wir haben dir ein Passwort gegeben, Veronica. Es ist zu deiner Sicherheit. Ich weiß, wo du wohnst, Ramos. Mach auf. Um Himmels Willen, ich mach ja schon auf. Willkommen zurück, Veronica. Also, Veronica scheint ganz cool drauf zu sein. Aber die anderen sind anscheinend angenervt von ihr. So schien es mir gerade. Ich rede mal mit ihr. Wie sieht's aus? Ein paar Fragen stellen. Er war schon tot, als ich ankam. Gott. Reden wir über die stählerne Bruderschaft. Die Bezahlung ist scheiße. Aber mit meinen Fähigkeiten ist es schwer, einen anderen Job zu finden. Was wollen Sie denn wissen? Wozu sind. Ja, ich würde sagen, wir gehen das nächste Mal die ganzen Fragen durch. Oder komm, machen wir jetzt. Ha, gute Frage. Schwer zu sagen heutzutage. Früher ging es mal um Technologie. Sie zu kontrollieren, bevor sie uns erneut vernichtet. Energiewaffen und Powerrüstungen stehen in der Regel ganz oben auf der Liste. Obwohl ich ja für alles aus der alten Zeit zu haben bin. Aber das sieht jetzt alles so mager aus. Uns fehlen Wachstum und Anpassung. Und jetzt hocken wir in einem Loch und erfüllen unsere Mission nicht. Wie wurden Sie Mitglied? Wahrscheinlich reingeboren. Mehr sexuelle Gefälligkeiten, als ich auch nur zählen könnte. Ich bin immer noch erschöpft. Nein, man wird hineingeboren. Meine Eltern, ihre Eltern und so weiter. In jungen Jahren kann man gehen. Aber die meisten verlassen ungern ihr Zuhause. Wir nehmen keine neuen auf. Also können sie sich ausrechnen, wie es langfristig für uns aussieht. Ich hoffe immer noch, dass wir das mal ändern. Was tun Sie für Sie? Ich bin Beschaffungsexpertin. Wie gesagt, das ist wie Lebensmittel einkaufen. Nur, dass die Lebensmittel manchmal Altteile und arkane Technologie sind. Der Älteste, der uns in die Mojave geführt hat, Vater Elijah, ließ mich oft nach alten Speichereinheiten suchen. Aber ich erfuhr nie, wofür die waren. Heutzutage werde ich hauptsächlich zu Händlern und Orten wie dem 188 geschickt. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass sie mich nur loshaben wollen. Gefällt Ihnen das Leben als Mitglied? Ich weiß, das hört sich oft nicht so an. Weiß ich. Aber unsere Regeln haben irgendwas an sich, das einfach nach Wahrheit klingt für mich. Etwas Ehrbares. Wir schützen Leute. Nein. Auch wenn wir sie vor sich selbst schützen, ist das ein guter Zweck. Manchmal verlieren wir das Gesamtbild aus den Augen und betrachten alle unsere Praktiken als gleichwertig heilig. Was ist dieser Kodex? Ach, der Kodex. Wenn es da drin steht, müssen wir es befolgen. Wenn nicht, ist es unwichtig. Er dokumentiert außerdem unsere Geschichte. Wir Gelehrten aktualisieren ihn als Teil unserer Aufgaben. Ob man wohl... Nee. Sie würden es wahrscheinlich merken, wenn ich die Grundsätze des Gründers umschreiben würde. Schützt die Bruderschaft Menschen vor Raidern oder anderen Bedrohungen? Nein. Nein, nein. Wir schützen die Leute nur vor sich selbst. Und nur in dem Sinn, dass wir ihnen die wirklich guten Vorkriegsspielsachen nicht überlassen. Manchmal scheint es, als würden wir uns mehr vor ihnen schützen und hoffen, sie zu überleben, um so zu den letzten Erben der Menschheit zu werden. Manchmal helfen Abtrünnige anderen Menschen. In einem Verband brach sogar ein kleiner Bürgerkrieg deswegen aus. Wir nehmen unsere Isolation ernst. Wer ist Vater Elijah? Ja, das kennen wir schon. Er war unser Ältester, als wir nach Osten kamen. Ein Meister der Technologie. War ihm irgendwie angeboren. Ich habe eine Menge von ihm gelernt. Aber er hatte Meinungsverschiedenheiten mit den anderen Ältesten. Die Bruderschaft interessiert sich für alte Technologie. Er wollte neue erforschen. Es gab weitere Bereiche, die er vorantreiben wollte. Andere Waffen. Moralisch fragwürdige. Statt mit ihm zu diskutieren, schickten sie ihn nach Osten. Schon gut. Mist! Ich hatte einige spektakuläre Antworten auf Lager. Zu spät. Na gut, wir gehen mal weiter. Und machen für diese Folge einen Schnitt. Genau vor der Tür zum Hidden Valley Bunker L1. Genau vor der Tür zum Bruderschaftsbunker, wo ihr sehen werdet, was die Bruderschaft ist und all dies, mache ich einen Schnitt, weil ich so gemein bin. Bis dann. Nein, ich habe das schon gesagt, ich mache nicht. Ich kann jetzt nicht noch die Tür aufmachen für die Leute. Ach, Eddie, du bist zum Kotzen. Andauernd musst du meckern. So, aber mehr gibt's wirklich nicht zu sehen.